Herzlich willkommen zum, ja, vielleicht Finale von die drei Fragezeichen und der Fluch des Flaschenteufels. Joho. Genau. Steffi Ja. ist wieder am Start und wir dürfen jetzt wahrscheinlich die Namen den Jack Grab. Rackham. Jack Rackham, Der Rote. dürfen wir wahrscheinlich jetzt den einzelnen Stein zuordnen. Das weiß ich doch nicht mehr. Mach doch erst einfach mal. Vielleicht kriegen wir noch einen Hinweis. Vielleicht kriegen wir noch ein Büchlein. Ich guck mal, was es hier so noch zu sehen gibt. Naja. Weil, also ganz ohne Hinweis, ich möchte nicht einfach nur raten und wild Das rumklicken. Beiboot, mit dem Mrs. Snow unterwegs war. Aha. Hoffentlich hat sie den Flaschenteufel nicht mit bloßen Händen aus der Kiste genommen. Ich glaube eher, dass Mrs. Snow dahinter steckt. Ja, können wir vielleicht Blackie aus der Hütte holen? Aus der Schütte holen? Vielleicht geht er Entweder nicht. will Blackie uns warnen oder er beklagt seine Gefangenschaft. Wehe, wenn ihm Pesco die Flügel gestutzt hat. Zu blöd, dass wir nicht durch ein Fenster spähen können. Ich glaube, das war eine Warnung. Ja, gut, dann. Ja, und links die Gruft kriegen wir erst auf, wenn wir durch das Rätsel gelöst haben. Richtig, und hinten, wo es so golden beschienen ist, wo ich den Flaschenteufel vermute, da dürfen wir noch nicht hin. Und auf diesen Berg darf ich auch nicht klicken. Also Und müssen wir das Rätsel lösen. zum Boot ging es auch nicht, ne? Nee, da hat er nur diesen Kommentar zum Boot abgegeben. Ich habe jetzt ein bisschen gehofft, dass hier noch ein Zettel rumliegt, aber nein. Dann musst Jack Rackham. du. Den musst du jetzt dem Richtigen zuordnen. Du hast auch keine Ahnung mehr, ne? Nee, vor allem hättest du einen Grabstein wahrscheinlich anklicken Ja, müssen. wollte ich ja eigentlich auch. Ich wollte rüberschieben. Wahrscheinlich geht es Jack nur bei einem. Rackham. Jack Rackham. Ja, ich habe es Jack verstanden. Rackham. Ich habe es Jack verstanden. Rackham. Wahrscheinlich passt es auch Jack nur bei Rack. einem. Jack Rackham. Ja, andere Möglichkeit sehe ich Jack gerade Es leider ist nicht. der letzte. Jack Rackham. Jack Rackham. Wenn überhaupt irgendeiner. Jack Rackham. Gut, Schatz. Oh. Ich weiß aber die alle nicht Das müssen mehr. wir jetzt. Der Pirat. Mein Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig wacht. Joho, und eine Buddel rum. Der hatte doch eine eigene Flagge, oder? Das weiß ich nicht. Versuch schon einen. Das Mist. war gar kein Grabstein. Entschuldigung, ich wollte das so herholen, dass ich nicht mehr verschieben muss. Blackbeard. Der hatte keinen Jolly Roger, glaube ich. Unten sind ja auch zwei Piratensymbole. Nimm die mal. Blackbeard. Warum sind die gleichen? Die haben die gleichen Symbole. Blackbeard. Ja, eben. Warte mal, wir haben doch noch die Lebensdaten hier. Ja, aber ich weiß nicht, wann der Blackbeard. gelebt hat. Blackbeard. Vielleicht ist es in der Reihenfolge einfach. Edward Teach Blackbeard. Thomas Tew. Stimmt, Edward Teach war ja Thomas Tew. Blackbeard und nicht Ja. Flint. Was habe ich denn da erzählt? Flint gab es ja gar Es ist nicht. die Reihenfolge, glaube Edward ich. Lowe. Nee. Edward Lowe. Steed. Steed. Lass ihn doch mal ausreden. Steed Bonnet. So. Können wir wenigstens den Namen einmal komplett hören. Christopher Condent. Condent, den kennen wir von Uncharted 4. Edward England. Wie er das sagt. Edward Voll England. stolz und sehr englisch. Edward England. England. Henry Avery. Auch Uncharted 4. John Kelch. Francis Drake fehlt noch, noch kein Pirat. Nee. Christopher Moody. Mad-Eye fehlt doch. Mary Read. Oh, Mary Read. Reed heißt es. Entschuldigung. Anne Bonny. Das wäre jetzt geil gewesen, falsch. Mrs. Snow, keine Oh. Sorge, wir befreien Sie. Dann ist sie wohl doch nicht dahinter. Ah, da Also. bin ich mir noch gar nicht so sicher. Na? Geht es Ihnen gut? Was genau ist vorgefallen? Als ich ankam, war bereits ein alter Kahn verteut. Kaum hatte ich einen Fuß an Land gesetzt, als Pascal mich mit einer Waffe bedrohte und mich in dieser Gruft einschloss. Handy, Keycard und Kiste hatte eingefordert. Die Spieluhr konnte ich vor ihm verbergen. Da Sie geknebelt waren, haben Sie versucht, an die Spieluhr zu kommen und sie aufzuklappen, sobald Sie Stimmen von Schatzsuchern hören. Und wo steckt Pesco jetzt? Ich habe nur ein Boot gezählt. Dann ist Blackie allein in der Hütte.
Ich muss erst einmal zu mir kommen, aber nehmt meine Ersatzkarte. Die war Pascoe egal. Damit könnt ihr die Hütte betreten. Danke. Du glaubst ja nicht, ne? Wir befreien unseren Blackie, dann überlegen wir, was zu tun ist. Ich frag mich gerade, was ist sie mit ihrer Scheißspieluhr? Können wir sie nochmal ansprechen, bevor wir jetzt weggehen? Nein. Aha. Was sie eben mit ihrer komischen Spieluhr hat. Hier steht sie am Grab. Und vor allem, sie hat doch gesagt, da lag schon ein Boot, als sie ankam. Ja. Wo ist denn ihr Boot? Ja, stimmt, da muss sie ja auch, ja klar. Ja, ja, gut, mit dem ist ja er abgehauen anscheinend. Ja, aber... Ah, ich weiß nicht. Stellt euch so auf, dass Blackie nicht an uns vorbeifliegt. Käfig. Kann ich nicht anwählen. Der ist angebunden. Blackie, du Armer. Gerupft wie gesprungen. Wir haben dich wieder. Pascoe hat ihn in Ketten gelegt. Kein Anblick, den man gerne sieht. Zum Glück können wir es Blackie wieder komfortabel machen. Wir werden ihn an Bord der schwarzen Geier aufpäppeln. Ja, dann nehmen wir den mal mit, ne? Aha. Ja, dann ist der Fall ja gelöst. Ich habe ja Blackie wieder. Im Prinzip ja. Privatsphäre AD. Zumindest macht die totale Überwachung als Schutzvorkehr Sinn. Okay, da überwacht halt jemand die ganze Insel. Die Kiste ist ja da. Die Kiste wurde nicht geöffnet. Mhm. Und sie wurde sogar sicher verräumt. Warum hätte Pascoe ihr die Kiste abnehmen sollen, um sie dann sicher zu verschließen, wenn er eigentlich jemanden damit vergiftet will? Es passt nicht, nee. Irgendwas, also ich finde, also entweder ist es schlecht durchdacht. Nee, dann hat sie irgendwie Dreck am Stecken. Ich finde das mit ihr merkwürdig, muss ich sagen. Die Kiste wahrscheinlich ist sie jetzt weg. Geöffnet. Sie ist jetzt weg mit dem Boot. Nee, ist sie nicht. Sie ist doch da. Ihr habt euren Vogel gefunden. Mir ist immer noch schleierhaft, wie Pascoe tickt. Wie es aussieht, habe ich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Warum sollte sie? Es war doch geplant, dass sie dahin fährt. Ja, kannst du nochmal mit ihr sprechen? Sobald weitere Schatzsucher eintreffen, müssen wir sie vor Pascoe warnen. Oh. Aber warum? Sobald weitere Schatzsucher eintreffen, müssen wir sie vor Pascoe warnen. Warte mal. Was gibt es in der Schaltzentrale zu decken? Ja, ich durfte ja nicht rein. Können wir nochmal... Bald wird es hier von Literaten nur so wimmeln. Bald wird es hier von Literaten. Können wir vielleicht nochmal in die andere Gruft, wo sie gefangen war? Da ist nichts drin und so weiter. Nee. Okay. Darf ich jetzt vielleicht weiter gucken? Nee. Da haben wir irgendwas noch nicht entdeckt da drin. Bald irgendwas wird es hier von Literaten. Moment, da steht ein Laptop. Ja. Ein Laptop gehört Mrs. Snow. Den anderen hat Pascoe vermutlich unlängst von Mr. Ames bekommen. Ja, der war ja mit Ames in Kontakt. Lass die Laptops. Es sind Piraten im Anmarsch. Ja, aber... Ein Stick. Mrs. Snow wird sich über ihr Handy freuen. Dann geben wir ihr mal ihr Handy wieder. Können oder wir gucken... vorher angucken? Nee, anscheinend nicht. Mein Handy! Ob ich jemanden erreiche, der uns helfen kann? Bald wird es hier von Leuten nur so wimmeln. Wir sollten lieber hoffen, dass Pascoe nicht durchdreht, bevor die rettende Meute naht. Ach, ich finde es merkwürdig alles. Ja, schon. Weil, warum sagt denn Blackie auch Falle? Ja. Kannst du Blackie mit ihr verbinden? Auch von See? Nee. Oh, ein Boot. Kneift mich mal. Das ist doch der olle Kahn von Rubbish George. Aha. Da hat sich Pascoe wohl gedacht, Gelegenheit macht Diebe. Ein Wunder, dass es der Kasten überhaupt bis hierher geschafft hat. Inspektion beendet. Niemand an Bord. Ach, das stimmt. Also irgendwas ist hier ganz merkwürdig. Ich glaube nämlich noch nicht mal, dass dieser Pascoe so scheiße ist. Also... Ich meine, er hat jemandem das Leben gerettet und sich selber halb dafür geopfert. Ja, das stimmt schon. Er hat einen Knall, aber das ist auch alles. Ja. Mr. Ames hat sich ja auch für ihn eingesetzt und... Was ist denn die Kiste. Denn? Sie ist weg. Oh. Sie sind doch nicht bei Trost, Pascoe. Oh, sie ist... Anscheinend spricht sie gerade mit Pascoe. Ja, aber sie klingt ein bisschen pissiger als sonst. Ahoi, ihr Landratten.
War meine Botschaft mit dem schwarzen Fleck so missverständlich, dass ihr trotzdem nicht locker lasst? Wegen Mrs. Snow hat Moorhead den Flaschenteufel nicht berührt. Wegen euch hat Moorhead kehrt gemacht. Offenbar ist Ihnen nichts entgangen, Mr. Pesco. Lassen Sie es gut sein. Stecken Sie die Pistole weg und kommen Sie mit uns an Bord der schwarzen Geier. Wer ist Pesco? Ich bin Long John Silver. Ob es nun Moorhead oder einen der anderen Literaten trifft, ihr seid mir im Weg. Können wir mit ihm reden? Noch berühmte letzte Worte, bevor ich euch zum Teufel schicke? Es ist ja doch der Arsch. Aber das ist doch das Feuerzeug, oder? Nee. Was er in der Hand hat. Glaube ich nicht. Die Pistole sieht genauso aus wie das Feuerzeug in Jasmine Torbets Praxis. Okay. Könnte doch sein, dass er blufft. Da waren ja auch seine Initialen nicht verlassen. Was können wir sagen, damit niemand zu Schaden kommt? Oh. Wir sollten auf ihn einreden. Wenn wir plausibel in Aussicht stellen, ihm das Gefängnis oder die Klapse zu ersparen, wird er aufgeben. Eher murkst er uns alle ab. Gegen seinen Wachen ist kein Kraut gewachsen. Wir müssen spontan in verschiedene Richtungen fliehen und Mrs. Snow mitnehmen. Dann erwischt er einen von uns vier. Lassen wir uns auf seine wahnhafte Piratenlogik ein und es seine Idee sein, niemanden mehr zu behelligen. Pesco wird ungeduldig. Die drei Detektive können sich nicht einigen. Wie sollen sie sich entscheiden? Mit ihm reden. Ja, das wäre jetzt einmal die Alternative von Justus oder die von Bob. Ich würde mit ihm reden. Noch berühmte letzte Worte, bevor ich euch zum Teufel schicke? Ich würde auf seine Piratenehre eingehen, weil er da so drin steckt in seinem Thema. Das, was Bob vorgeschlagen hat, ja. Dass er quasi von selbst sagt, er wird niemandem mehr was antun. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Würde ich ehrlich gesagt auch machen. Ja. Dann machen wir das. Ja. Long John Silver. Piraten folgen einem Kodex und gehen nicht unbedacht über Leichen. Eine falsche Entscheidung reut sie ein Leben lang, bis ihre Tat gerecht wird oder sie der Teufel holen kommt. Denken Sie an Blackbeard, dessen wiedergeborene Kreatur wir mit uns führen. Ihren Kameraden, ihre Stimme der Vernunft. Blackbeards Schicksal war besiegelt, als er überheblich wurde und sich die Seinen zum Feinde machte. Armer Blackie. Ich habe von Ihren Spielchen genug, Pesco. Verabschieden Sie sich von Ihrer bescheuerten Flasche. Das ist allein eure Schuld. Ob selber schuld oder nicht, die drei Detektive können nicht fassen, dass jemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist. Das war wohl nicht richtig. Eine schreckliche Vorstellung, die nicht wahr sein kann, nicht wahr sein darf. Sicherlich wird es der geneigte Spieler nicht bedauern, unseren Detektiven doch zum Erfolg zu verhelfen. Ja, dann Justus. Dann lass uns aber erst Peter noch angucken, weil das ist ja mit Sicherheit auch falsch. Richtig, okay. Dann, möchte ich das, ne? Dann hat Justus recht gehabt. Mit Sicherheit. Und wir klicken jetzt noch Peter an, damit ihr alle Enden zu sehen bekommt. Genau. Berühmte letzte Worte. Ich spreche für Mrs. Snow, für Justus und auch für Bob, wenn ich sage, lauft! Da rennen sie wie die Feldmäuse. Zum Glück pflegen Piraten reichlich Zielwasser zu trinken. Ei! Mrs. Snow, Sie haben uns alle gerettet. Sieg auf der ganzen Linie. Nicht nur, dass sich dank Peters Entscheidung Mrs. Snow und die Jungs aus der gefährlichen Lage retten konnten, Mr. Pesco war außer Gefecht, ohne dass er mehr davon trug als eine Beule, einen Brummschädel und verletzten Stolz. Schiff ahoi, meine Herren und die Dame. Und da kommt die schwarze Geier. Mr. Moorhead war nicht untätig, also lag ich richtig, ihn zur Umkehr zu bewegen.
Ich denke, ich spreche im Namen aller Literaten. Das war ein Abenteuer erster Kajüte. Auch wenn das Schicksal des Flaschenteufels rasch besiegelt war, unser Dank gebührt Mrs. Snow und den drei Detektiven aus Rocky Beach. Mr. Jonas, Mr. Shaw und Mr. Andrews. Danke, danke, danke. Zu viel der Ehre. Ich bin verwirrt. Ja, ich auch, ein bisschen. Also ein bisschen sehr. Vielen Dank für die netten Worte, Mr. Morehead. Hoffentlich befindet sich Mr. Pascoe bald auf dem Wege der Besserung. Ich werde mich seiner annehmen, um auszuschließen, dass er eine Gefahr darstellt. In meiner großen Dankbarkeit für die Verdienste dieses Mannes war ich wohl blind darüber, wohin Milde und Güte mitunter führen können. Wir lassen Sie damit nicht allein, Walter. Und was Ihre Arbeit für den Schwarzen Fleck betrifft, führen wir demnächst ein Vier-Augen-Gespräch. Hier und heute jedenfalls ist niemand zu Schaden gekommen. Ich gebe zu, dass ich eine Anzeige für unumgänglich hielt. Allerdings ist es Mr. Pascoe zu verdanken, dass ich über mich selbst hinausgewachsen bin. Wenn er sich fern der Öffentlichkeit in professionelle Behandlung begibt, würde ich von einer Strafverfolgung absehen. Ja, ehrlich gesagt fand ich die Reise sehr erfrischend und würde gerne damit angeben. Ich meine, die Werbetrommel rühren. Oh. Sicher brennen Justus, Peter und Bob darauf, nach Hause zu kommen und ihren Blackie zu pflegen. Darauf, Schiffsjunge, kannst du gehörig einen. Peter! Justus hatte auf der Rückfahrt solchen Kohldampf, dass er es nicht erwarten konnte, seine Freunde zu Burger Wings einzuladen. Das Buffet an Bord mied er wohlweislich. Peter machte unterwegs Fotos von Inseln aus Müll. Er hatte schon viel von dieser Umweltsünde zwischen Kalifornien und Hawaii gehört und wollte sie für Kelly festhalten. Bob versorgte Blackie und ließ den Flaschenteufel nicht aus den Augen. Als sich der Handyempfang besserte, suchte er nach Tipps zu raschem Federwuchs und ließ eine weitere Telefonlawine los. Schließlich sollten alle wissen, dass Blackie wohl auf war. Mr. Morehead beauftragte privat ein Labor mit der Untersuchung des Flaschenteufels, mit dem Resultat, dass das Gefäß tatsächlich mit einem Kontaktgift bestrichen war, welches schlimmstenfalls eine Ohnmacht herbeiführte. Mit dem Abschied von der Insel der Stimmen kehrte nicht nur für ihre Bewohner Ruhe ein. Matthew und Jeremy Joy legten daheim die Füße hoch und freuten sich über die Jungfernfahrt der schwarzen Geier. Carter Blackbeard quittierte die Begeisterung für die Neuauflage der Piratenshow mit einem müden Maunzen. Ein anderes Haustier reagierte aufgeregter. Onkel Titus brachte Shadow die prächtige Hundehütte vorbei und kehrte zur Belohnung mit mehreren Kisten Orangen heim. Daraufhin sah man Tante Mathilda Rezepte schmökern, die sich allesamt um Kuchen und Torten mit Südfrüchten drehten. Nur ein Backwerk namens Piratenschmaus überblätterte sie gewissenlos. Caleb Pascoe alias Long John Silver ließ sich in eine psychiatrische Klinik einweisen, die er so schnell nicht verlassen würde. Mr. Ames besuchte ihn, so oft er durfte. Francis Morehead umging einen Skandal, indem er die Unterschlagungen nicht an die große Glocke hängte. Es gab sogar Spenden von Literaten, um die Behandlung des schaurigen Piraten zu finanzieren. Wie versprochen, zahlte Mr. Ames die fehlende Summe zurück. Mrs. Talbot erfuhr erst später von der Einweisung des Soldaten, den sie in die Piratenzeit versetzt hatte. Peter gab noch eine Weile mit seiner Rückführung an, aber er ging nicht so weit, Jeremy Joy tatsächlich zu Jasmine zu schicken. Das wäre auch schlimm. Beverly Snow, die aufgrund allen Aufwands überlegte, aus der Insel der Stimmen ein dauerhaftes Escape Island zu machen, fand auch die Idee von der Neuauflage einer Piratenshow nicht schlecht. Riet Captain Joy aber, ihr mehr Professionalität angedeihen zu lassen, woran sie sich gern beteiligen wolle.
Auch Leslie profitierte. Die Veranstaltung im Booksmith hatte den Verkauf angekurbelt, sodass sie mit dem Gedanken spielte, Bob nebenan eine Pizza bei Kerzenschein zu spendieren. Fastfood konnte Rubbish George beim besten Willen nicht mehr sehen. Kaum zu glauben, dass ausgerechnet sein Boot geentert worden war. Zum Glück hatte Mrs. Snow, ganz Profi, veranlasst, den Kahn wieder in den Hafen von Rocky Beach zu überführen. Und eilt nicht auch den drei Detektiven nach Abschluss des Falles ein professioneller Ruf voraus? Los, los! Wieder abfahren! Wo steckt ihr denn bloß? Wir haben den Fall gelöst. Ja, haben wir. Ja. Oh, guck mal da. Oh. Es gibt einen neuen TKKG-Fall. Ja, ich muss erstmal die alten bei mir zum Laufen bringen. Aber ich wusste gar nicht, dass es auch neue gibt. Ja, guck das mal. Finde ich schön. Vielleicht sind die auch ähnlich gut gemacht. Vielleicht ja auch das mit den Originalstimmen. Könnte ich mir vorstellen. Dann möchte ich mich gleich mal schlau machen. Ja, gerne. Ja, also wir hatten komplett Unrecht. Also zum einen war ja Peters Lösung die richtige. Das ist ja aber ganz selten. Merkwürdig das fand. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann war tatsächlich niemand der Böse, außer Gesundheit. Pasco, der einfach nur geistig verwirrt war und der aber wirklich gewaltbereit war. Und wir hatten ja jeden anderen eigentlich im Verdacht. Stimmt. Und irgendwie finde ich, der Fall hätte ein bisschen durchdachter sein können von den Hintergründen her. Ja, das schon. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Dass Pasco hatte ja Trauma und war deshalb in psychologischer Behandlung. Mhm. Und dann hat diese Jasmine ja mit ihm eine Rückführung gemacht und dadurch ist er erst auf diesen komischen Piratentrip gekommen. Anscheinend, ja. Dadurch hat er erst erkannt, dass er wirklich... Macht es ja anscheinend gern, weil Peter hat es ja auch geklappt. Richtig, aber der ist nicht durchgedreht dabei. Nee. Ja, man weiß es nicht. Aber ansonsten, also wenn man jetzt mal wirklich den inhaltlichen Fall außer Acht lässt, was man halt bei den drei Fragezeichen-Videospielen leider ab und zu mal tun muss, war er tatsächlich sehr cool. Wir hatten tolle Schauplätze, wir hatten diese geile Rückführung, muss ich sagen. Und ich sonst mag hat halt man ja dann immer einen Traum oder eine Vision, aber diesmal war es halt eine Rückführung, was ich ziemlich cool fand. Ich mag halt auch immer dieses Piraten-Setting und vor allem, wenn es auch noch Thema die Schatzinsel hat, weil einer meiner Lieblingsromane überhaupt. Deswegen habe ich das Spiel da schon gehabt. Das fand ich sehr, sehr geil. Hast du eigentlich mal die Schatzinsel gelesen? Ja, habe ich. Ja? Also, ich weiß es, ja doch, ich glaube. Also ich habe das Buch habe ich auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es komplett durchgelesen habe. Und du hast den Film gesehen? Das Hörspiel gehört. Und ich habe festgestellt, ich habe die ersten zwei Seiten gelesen, dass der Text genau der gleiche Text ist wie im Hörspiel. Also hast du es dann wahrscheinlich gar nicht weitergelesen? Nein, noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss es nochmal komplett lesen. Ja, aber ich finde die Geschichte da trotzdem geil. Und es waren auch viele andere Piraten mit im Spiel und es war ein bisschen Fluch der Karibik mit drin. Ja. Es war natürlich ganz, ganz viel die Schatzinsel drin. Es war ganz viel die drei Fragezeichen drin. Auch ganz hier, vielen alten, also Fällen, Anspielungen auf alte Fälle. Ja, das fand ich auch sehr gut. Natürlich Onkel Titus und Tante Mathilda mit Blackie und so weiter. Mhm. Also Rubbish George, also da haben sie schon einiges aufgefahren. Finde ich auch. Und hat mir sehr gut gefallen. Schöne kleine Minigames und... Ja. Ich guck mal, ob die Credits noch laufen. Nein. Nein. Dann mache ich sie jetzt an. Wo sind sie? Da, ne? Ja. Ja. Lass ich dir kurz ein bisschen laufen. Nee, also ich muss echt sagen, es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Gut, echt gelungen. Mal gucken, ob sie noch einen fünften Teil machen. Ich weiß es nicht. Die sind ja anscheinend auch nicht wirklich aufwendig. Also ich war grafisch ja nicht wirklich anspruchsvoll, das kann da einer mal eben schnell hinbasteln. Vor allem, die haben ja die viele Schauplätze schon, die brauchen sie gar nicht mehr viel dran tun. Die Spiele sind jetzt ja auch nicht wirklich aufregend. Also, nee, ich sag mal, das Aufwendigste ist wahrscheinlich das Einsprechen der ganzen Gastrollen oder der ganzen Sprecher halt eben. Aber, ich denke schon, also ich meine, gerade diese kleinen Rätseleinlagen, die machen es halt aus. Ich finde, die machen echt Spaß. Schöne Rätsel. Das fand ich jetzt auch sehr schön am Schluss, dass wir da wirklich so ein großes Rätselfinale hatten mit vielen, vielen kleinen Mini-Rätseln, die jetzt nicht wirklich schwer waren, ganz klar, aber die das Ganze doch sehr abwechslungsreich dann am Ende noch gemacht haben. Hier sehen wir jetzt die ganzen Originalsprecher. Ja, also die meisten. Ja. Ja, also drei Fragezeichen auf jeden Fall und Tante Mathilda war original, Onkel Titus auch. Ja. Bei Rubbish George, da waren wir noch ein bisschen unsicher, ob er das wirklich ist. Müsste ich nochmal hören, ja. Und ja, und natürlich die Jane, Heike Dine Körting als Blackie. Die Jane, wann war das denn? Das war, glaube ich, gar nicht, aber die Jane, glaube ich, gar nicht. Das war ist wirklich so auf
Vielleicht die Radiosprecherin auch. Ja, natürlich. Ach ja, das war ja im Radio. KDW. Ja, das ist ja, ja, okay. Genau, das ist eine DJin gewesen. Das war wohl auch Heike, die eine Karte hat. Aber viel wichtiger ist ja, dass sie Blackie den Pirat gesprochen hat mit ein paar neuen Sätzen. Ja, stimmt. Mhm. Ja. Nee, hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Das war es erst mit 3 Fragezeichen. Mhm. Ihr wollt natürlich wissen, was wird als nächstes bei mir erscheinen. Also ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es jetzt ein bisschen retro in die NES-Reihe geht und wir spielen jetzt den 3. Teil von Super Mario Brothers. Also zurück auf dem NES. Bin gespannt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns das als nächstes vornehmen. Ich hoffe, ihr habt Lust. Ja. Dann bedanke ich mich natürlich bei dir, dass du dabei warst. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Ja, bei 3 Fragezeichen immer sehr Ja, es gerne. Macht immer wahnsinnig Spaß, zusammen zu ermitteln. Ja. Und dann würde ich sagen, schaltet doch gerne beim nächsten Projekt wieder ein. Und so viel dazu. Mach's gut. Bis dann. Mal. Ciao. Tschüss.